Hallo, wir sind Silja und Katharina von der Turnabteilung des TBR Langens. Heute zeigen wir euch ein paar Vorübungen für den Handstand. Das ist vor allem für Anfänger gedacht, aber auch für Fortgeschrittene, die nochmal ein paar Grundlagen vertiefen wollen. Was ihr dazu braucht, ist eine Matte, einen Stuhl und eine freie Wand. Viel Spaß! Wir beginnen in Rückenlage. Arme sind gestreckt hinter dem Rücken wie in der Handstandposition. Jetzt versuchen wir, so stark wie es geht, hier den Rücken in den Boden reinzudrücken, dass man hier nicht mehr drunter langen kann. Wir halten das. Noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wechseln in Bauchlage. Das ist die Grundposition vom Handstand. Auch hier in Bauchlage haben wir die Arme wieder gestreckt neben den Schultern und wir versuchen jetzt, den Bauch vom Boden wegzuheben. Ihr seht, wie Katharina das Becken kippt. Die Beckenknochen, die sind noch am Boden, aber der untere Bauch hebt vom Boden ab. Auch das halten wir noch mal einmal kurz. Versucht euch, diese Position einzuprägen. Genau diese Bauchspannung braucht ihr später auch im Handstand. Das ist dann die richtige Position. Gut, dann stellen oder knien wir uns hin und versuchen, werden die Schultern rausdrücken. Genau, Schultern sind fest neben den Ohren, versucht den Armrumpfwinkel so weit wie es geht aufzumachen. Genau, ihr seht hier der Winkel zwischen dem Oberarm und der Brust. Und dann drücken wir 7-mal die Schultern ganz fest nach oben. Halten das jeweils kurz und nochmal. Ihr seht wirklich nur die Schultern, die Hände ziehen Richtung Decke. Auch das ist wichtig, dass man später im Handstand nicht einfällt. Okay. Arme sind festgestreckt, spannt die Oberarme an und drückt euch richtig Richtung Decke. Ihr wollt die Decke noch weiter nach oben drücken. Gut, dann tun wir als nächstes noch ein bisschen was für unsere Mittelkörperspannung und gehen in die Schiffchenposition. Wir fangen an im Schiffchen auf dem Rücken. Füße und Hände sind vom Boden weg. Wir halten das Ganze 20 Sekunden. Und der Blick geht zu den Füßen. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Und dann drehen wir uns auf die Seite. Der obere Arm darf dabei leicht Druck in den Boden geben, um sich abzustützen, damit man nicht vom Boden wegkippt. Und wir gehen wieder nach oben. Schultern und Füße heben vom Boden ab. Die Übung ist am Anfang gar nicht so einfach. Achtet wirklich darauf, dass ihr fest den oberen Arm in den Boden reindrückt. Und wir halten noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und drehen uns auf den Bauch. Jetzt kommt es zum Bauchschiffchen. Hier heben wieder beide Hände und die Füße fest vom Boden ab. Spannt den Po an und versucht so weit wie es geht nach oben zu ziehen. Der Blick geht leicht nach vorne, mehr auf den Boden. Versucht den Kopf nicht nach hinten in den Nacken zu werfen, sondern Richtung Boden zu schauen. Und wir halten noch für 5, 4, 3, 2, 1 und drehen uns nun auf die andere Seite, auf der ihr vorher noch nicht gewesen seid. So, wir heben wieder vom Boden ab, obere Hand drückt in den Boden. Ihr seht hier schön das C, das man dabei bildet. Füße sind fest gespannt, Zehenspitzen sind gestreckt.
Und wir halten noch für 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. Einmal kurz ausschütteln, durchschnaufen und als nächstes geht's weiter in der Liegestützposition. So. Hier zeigen wir euch einmal eine schöne Liegestützposition. Der Po ist in einer Linie mit dem Körper und die Schultern drücken hier schön nach oben raus. Genau, du kannst dich einmal kurz einfallen lassen. So wäre es falsch. Und jetzt richtig schön nach oben rausdrücken hier aus der Schulter. Und ihr seht hier die Rundung. Okay, wir halten das Ganze jetzt für 15 Sekunden. Ich zähle runter. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und fertig. So, für die nächste Übung braucht ihr nun den Stuhl. Achtet darauf, dass der Stuhl nicht vom Boden verrutscht. Am besten vorher einmal ausprobieren, wie fest er ist. Und jetzt gehen wir mit den Füßen auf den Stuhl. Genau. Und wandern mit den Händen einmal um den Stuhl herum. Wirklich schön aus den Schultern rausdrücken, wie wir das vorher bei einer der ersten Übungen gemacht haben. Wir wandern nach links. Und nach rechts. Bauch ist ganz fest angespannt, Bauch eingezogen, Füße sind zusammen, der Po ist fest, der ganze Körper ist gespannt. Mit dieser Übung haben wir jetzt ein bisschen Stützkraft trainiert. Und als nächstes, da wechseln wir kurz die Perspektive, gehen wir noch einmal mit den Füßen auf den Stuhl und wandern zum Stuhl mit den Händen heran. Füße sind auf dem Stuhl, Hände sind am Boden und wir wandern so weit wie es geht ran und wenn ihr ungefähr den rechten Winkel erreicht habt, dann gehen wir wieder nach vorne. Schön aus den Schultern rausdrücken, achtet darauf, dass ihr nicht einfallt. Gut, dann dürft ihr den Stuhl wieder zur Seite packen. Am besten aus eurem Radius, nicht dass ihr später noch mit dem Stuhl kollidiert. Und wir gehen zur Wand. An der Wand setzen wir nun die Hände auf den Boden und versuchen in eine Hockposition zu springen. So, wir zeigen das einmal vor. Hände sind genau am Boden, ungefähr eine Handbreit von der Wand weg. Und wir springen vom Boden ab, lehnen genau den Rücken an die Wand an, den Kopf und springen einfach nur nach oben und wieder nach unten. Ihr müsst es noch gar nicht so lange halten, wir versuchen einfach mal in diese Position zu kommen. So, genau. Das wiederholen wir jetzt noch dreimal. Lasst die Arme ganz fest. Die Ellenbogen durchgestreckt, dass ihr nicht einsackt. Okay. Jetzt als letztes geht es nochmal einmal um die richtige Handstandposition, wie wir den Handstand richtig erreichen. So, man spreizt das erste Bein vor. Die Arme sind schön hier, wirklich offen. Und dann machen wir einen großen Schritt nach vorne, genau sinken in das vordere Bein ein und dann würde man nach vorne aufschwingen. So, genau. So, ihr stellt euch jetzt alle am besten einfach nochmal in die richtige Handstandposition hin, versucht es mal genau so nachzumachen und dann, genau, greifen wir einmal nur auf den Boden. Ihr müsst die Handstandposition noch gar nicht erreichen, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wie viel Schwung ihr habt.
Genau. So. Das Ganze kann man dann noch mit einem Hilfsmittel, einer Matte, vor der Wand machen, weil es wichtig ist, im Handstand möglichst weit nach vorne zu greifen. Okay. Wir legen die Matte vor die Wand, sodass man ungefähr so 2 Handbreit Platz hat, also dass die Hände schön zwischen Matte und Wand passen. Dann stellt ihr euch vor die Matte. Genau, dass der vordere Bein, das ihr als erstes auf dem Boden aufsetzt, genau die Mattenkante erreicht. So. Und jetzt versuchen wir, genau, Arme wieder schön zu strecken und dann einfach nach vorne in die Wand reinzuschwingen, in die Handstandposition. Genau, schön darauf achten, wenn ihr das durchführt, dass ihr wirklich vor der Matte beginnt mit den Füßen und dann weit nach vorne greift. So erreicht man die schöne Handstandposition etwas einfacher, weil der Armrumpfwinkel schon geöffnet ist. Gut, dann als letztes, wenn ihr euch schon sicher fühlt, machen wir noch einen Kopfstand. Dafür könnt ihr zum Beispiel zusätzlich zu der Matte ein Kissen verwenden und die Hände sind fest neben den Kopf in den Boden aufgestützt. Dann geht ihr langsam in den Kopfstand hoch, auch ganz festmachen. Und wer sich für diese Übung noch nicht so sicher fühlt, der macht es am besten vor die Wand, zieht also die Matte vor die freie Wand, sodass man nicht nach hinten überkippt. Gut, die Übungen könnt ihr natürlich gerne noch öfters wiederholen. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann in dem nächsten Handstand-Video.